Hallo, meine liebe Steffi hier. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Für alle von euch, die vielleicht neu auf diesem Kanal sind, mein Name ist Steffi Kessler. Ich bin Experte auf dem Gebiet der Beziehungs- und der Bindungsangst. Und in diesem Video geht es um Angst vor Nähe und es geht darum, was du machen kannst, wenn einfach nichts hilft. Nach meinem letzten Video zum Thema Angst vor Nähe hat mir eine liebe Zuschauerin über Instagram gepostet, was, wenn nichts hilft. Wenn nichts hilft, na, das ist natürlich erstmal eine Situation, die ganz viel Angst macht. Vielleicht kennst du das, vielleicht beschäftigst du dich schon länger damit, dass dein Beziehungsleben nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst. Du immer wieder erlebst, dass sich der Mann wieder aus deinem Leben verabschiedet. Sei es jetzt, dass er dich verlässt oder sei es jetzt, dass du entscheidest, dass er doch nicht der Richtige ist. Du immer wieder quasi da denselben Ablauf erlebst und ganz langsam dahinter kommst, dass es vielleicht an dir liegt, dass es vielleicht deine Angst vor Nähe ist, die dafür sorgt, dass du nicht in der Traumbeziehung bist, die du dir wünschst. Wenn dem so ist und was jetzt, wenn du schon seit langem versuchst, das zu ändern und nichts hilft? Ich würde dich da mal ein Stück weit mitnehmen auf eine kleine Reise in mein Inneres. Als ich die Nachricht gelesen habe, war so einer der ersten Impulse erstmal, oh Gott, da muss ich auf jeden Fall helfen. Na, weil ich bin Coach, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Herzensthema, klingt so super abgedroschen, aber es ist mein Thema Bindungsangst, das ist mein Thema, beziehungsweise einfach Frauen dabei zu unterstützen, in die Traumbeziehung hineinzukommen. Das ist so meine Mission in diesem Leben, würde ich behaupten wollen. Und wenn mir dann jemand schreibt, was, wenn nichts hilft, dann denke ich erstmal, oh Mann, ey, komm einfach vorbei und du kriegst alles, was du brauchst. Ne? Es ist alles da und es ist ein Gedanke, den ich von früher auch kenne, aber mittlerweile habe ich so viel zum Thema studiert und so viel zum Thema gelesen, dass ich ganz, ganz, ganz genau weiß, auch wenn es mir mein Herzchen bricht, dass niemand auf der Welt etwas verändern kann, von dem du glaubst, dass es unveränderlich ist. Also wenn da jemand ist, der glaubt, nichts hilft, dann gibt es da ganz viele Leute wie mich, die sofort alles stehen und liegen lassen, loslaufen und dann den Beweis antreten wollen, dass doch was hilft, nämlich meine Methode oder das und das Buch oder die und die Technik und der Zauberspruch. Und das kennst du vielleicht auch im Freundeskreis, da gibt es so Leute, die leben vielleicht nach dem Credo, wer am lautesten jammert, dem wird am ehesten geholfen. Und genau, das ist der Mechanismus, den man da, oder den ich als jemand, der wirklich gerne hilft und das von Herzen tut, sofort an den Tag legen würde. Aber wir wissen alle, dass jemand, der nicht an Heilung glaubt, jemand, der nicht glaubt, dass ihm XYZ hilft, der wird nicht erleben, dass es das tut. Also dafür gibt es genug Studien auch zum Thema Placebo, genug zum Thema deine Gedanken formen deine Realität und so weiter und so fort. Wenn du dich damit weiter auseinandersetzen möchtest mit diesem Thema, dann kann ich dir das Buch You're the Placebo sehr, sehr, sehr empfehlen. Verlinke ich gerne unten in der Infobox. Aber es gibt nichts, was von außen jemand tun kann, um dich zum Beispiel darin zu überzeugen, dass deine Bindungsangst überwunden werden kann oder deine Angst vor Nähe geheilt werden kann oder verändert werden kann. Steht und fällt also mit deinem Mindset. Ich selber war an einem Punkt, wo ich wusste, ich komme da nicht weiter, wo ich wusste, boah, ich stehe mir so selber im Weg, ich laufe immer wieder gegen die Wand und für mich war klar, okay, ich komme da jetzt nicht weiter. Und der nächste Step war dann allerdings nicht zu sagen, ey, mir kann jetzt nichts helfen oder da hilft gar nichts, sondern der nächste Step war, mir Hilfe zu suchen. Und das ist was ich in dem Moment wirklich jedem ans Herz legen kann, der das Gefühl hat, es hilft jetzt einfach mal nichts mehr von dem, was ich so an Ressourcen habe, was ich an Power habe, was ich vielleicht schon an Wissen habe. All das bringt mich nicht dahin, wo ich eigentlich hin will, nämlich in die Beziehung hinein. Und wenn dem so ist, dann kann ich aus meiner Erfahrung jeder von euch oder jedem von euch nur den Rat geben, keine Zeit mehr zu verlieren und euch wirklich Unterstützung zu suchen. Ich glaube dabei natürlich an mein Konzept. Ne? Ich glaube an meinen Online-Kurs, ich glaube an das Webinar, was ich dir auch gerne unten nochmal in der Infobox verlinke. Aber ich weiß, dass es da draußen unglaublich viele wirklich fähige Menschen gibt, die dir auf deinem Weg helfen. Und ich sehe gerade, ich bin ein bisschen überbelichtet.
Macht nichts. Genau. Ich weiß, dass es da draußen unglaublich viele Leute gibt, die dir auf deinem Weg helfen können. Und ich bin des Weiteren schwerstens davon überzeugt, dass du genau die Leute in dein Leben ziehst, die dir dann auch die entsprechenden Hinweise und die entsprechenden Tipps oder die entsprechende Nummer geben oder da schon einen Experten kennen, der mit dir zusammenarbeitet und dich voranbringt. Also ich glaube, ne, da passt das Leben gut auf dich auf und du wirst alles bekommen, was es braucht. Das Einzige, und das ist was, was dir niemand abnehmen kann, ist, ins Tun zu kommen. Ins Handeln zu kommen. Und das ist einer der wichtigsten Steps auch in meinem Online-Seminar. Wie gesagt, ich verlinke das Seminar gerne unten in der Infobox. Es ist umsonst, findet potenziell regelmäßig statt. Du kannst dir einfach deinen Termin aussuchen, dauert ungefähr eine Stunde und es erinnert einfach wirklich nochmal an den ganz existenziell wichtigen Schritt, der noch am Anfang steht. Am Anfang jeder Beziehungsreise steht der Moment der Entscheidung. Der Moment, in dem du dich entscheidest, ins Handeln zu kommen. Sei es jetzt, dass du selber alles anwendest, was du weißt. Und sei es jetzt, dass du dir hoch und heilig versprichst, das negative Verhaltensmuster endlich aufzulösen. Oder sei es jetzt, dass du sagst, okay, noch in diesem Monat habe ich ein Gespräch mit einem Experten und hole mir die Unterstützung, die ich brauche, weil meine Power, meine Ressourcen, mein Wissen mich nicht dahin bringen kann. Den Schritt, den kann dir niemand nehmen, das kann dir keiner abnehmen und das kann niemand für dich tun. Das ist dein erster Schritt, dein Anfang, würde ich ihn mal nennen. Und je nachdem, wann du startest oder wie du startest, das ist der Beginn einer wunderschönen Reise in die Beziehung. So war es bei mir und mein Wissen von heute und meine Intuition sagt mir, dass das ein Step ist, der passiert bei jedem von euch auf der Couch, zu Hause oder unterwegs, je nachdem, wo du das Video gerade guckst, der passiert bei jedem von euch im Inneren. Das ist die Magic, das ist Zauberei, die ich nicht leisten kann und auch nicht leisten will oder werde. Aber wenn die passiert ist, dann ist glasklar, was zu tun ist. Wenn du dann der Meinung bist, jetzt ist es Zeit für ein kostenloses Online-Seminar mit mir, dann würde ich vorschlagen, du klickst unten auf den Link in der Infobox, suchst dir dann deinen Termin raus, meldest dich zu dem kostenlosen Online-Seminar an, 60 Minuten, du nimmst dir alles mit, was du für deinen Weg gerade brauchst, was dir gerade hilft, was dich unterstützt. Da sind Techniken dabei und da ist Knowledge und Fachwissen dabei, so geballt und so komprimiert, wie du es sonst nirgendwo finden kannst. Wie gesagt, das Ganze kostet keinen Cent, nur ein Stündchen deiner wertvollen Zeit ist zu investieren. Und wenn du sagst, das ist es jetzt, das ist der Wake-up-Call, das ist das Zeichen, worauf ich gewartet habe, dann klickst du einfach unten auf den Link und wir sehen uns im Online-Seminar. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Tschüss!